Die Viecher sind echt unheimlich. Ah, gut. Du da scheinst mich angreifen zu wollen. Dann komm mal her. Ja, und den nächsten. Also sie helfen einander schon mal nicht. Das ist super. Sonst hätten wir es hier garantiert nicht geschafft. Ah, bzz, bzz. Ah, nicht zwei. Komm du mal schnell her und dein Freund kann da bleiben. Ja, schön. Nicht so schön. Was machst du? Na gut. Nächste Haxe, nächste Biene. Wir sind ein mächtiger Krieger. Oder so ähnlich. Ich wette, wenn wir jetzt einen von den Sumpfhaien angreifen würden, würden wir mit einem Schlag sterben. Oh, oh. Oder wenn wir zweimal von einer Biene getroffen werden würden. So. Gut, dass wir so viel Fleisch gesammelt haben am Anfang. Weil die haben ja nur ihre Flügel dabei. Auch wenn man die Flügel gut verkaufen kann. So. Und dich nehmen wir auch noch mit. Dann müssten wir eigentlich schon fertig sein. Es ging wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Und in Zukunft können wir jede Blutfliege, die wir finden, einfach mitnehmen. Und müssen keinen Bogen drum machen, weil wir Schiss haben, weil wir sie nicht kennen. So. Du wolltest mit uns sprechen? Ja. Nee, nicht du. Du. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen, das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ganz schönes Großmaul. Ich wette, wenn ich das Kor Kalom so sagen würde und der hier antanzt, wird er so klein wie eine Maus. Aber na gut. Wir haben jetzt 108 Sumpfkraut. Das juckt einem richtig in den Fingern, das zu verkaufen. Das wären 400 Erz, wenn wir es einfach so an irgendjemanden verkaufen. Und der im neuen Lager scheint mehr zu bezahlen als irgendjemand. Dann könnten wir uns die teure Rüstung kaufen. Entscheidung, Entscheidung. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal spazieren mit dieser Lieferung an Sumpfkraut. Liefern sie nicht gleich ab. Wenn jemand meckern sollte, können wir sie mir geben. Aber bis dahin sind wir unpässlich. Und machen uns jetzt erstmal auf den Weg ins alte Lager zurück. Wenn wir denn hier rausfinden, mein Orientierungssinn sagt, wir müssen da lang. Da ist irgendwo der Ausgang. Und eigentlich hätte ich gedacht, die drei Jungs wären hier. Na gut. Die Stampfer. Na? Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Puh, ich dachte schon, er wollte uns jetzt das Kraut abnehmen. Aber das Kraut ist ja eigentlich für Kor Kalom gedacht. Haben wir nochmal Glück gehabt. Aber wir könnten jetzt die Novizenrobe bekommen. Ist nur die Frage, ob wir dann auch gleich permanent im Lager beitreten. Sonst könnten wir noch versuchen, die Robe abzustauben, bevor wir dem Lager beitreten und dann ganz schnell die Fliege machen. Was wäre auch komisch, dann würden wir in einer Robe vom Sektenlager rumlaufen und zu einem anderen Lager gehören. Nee, nee. Hat Lester vielleicht was Neues? Er schien ja echt ein netter Kerl zu sein. Es wird nicht zu heiß gegessen, bis gekocht wird. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus.
Bana Mithril ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Ja, seine Stimme haben wir schon und wir wurden eigentlich auch schon als würdig erachtet. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Ja, ein paar haben wir schon gefunden. Zeig mir den Weg zum alten Lager. Ja, das wird leider nicht gehen. Der Schläfer möge dich behüten. Also treten wir jetzt mal den Rückweg an. Der Hinweg war wesentlich entspannter. Aber jetzt können wir wenigstens alle Kräuter, die wir so sehen, und alle Höhlen und Jägerlager und so weiter gründlich erforschen. Auf dem Hinweg war das ja eine ganz schöne Hetzerei. Da hätten wir es zwar theoretisch auch uns angucken können alles, aber das passt nicht so wirklich, wenn man in Begleitung ist. So, haben wir noch irgendwelche Kräuter hier? Nö. Aber da habe ich gerade ein Schweinchen gesehen. Ja, sogar mehrere. Wir brauchen neues Fleisch. Schwing. Oh, sogar eine kleine Höhle habt ihr da. Gucken, was da so Tolles drin ist, nachdem ihr alle tot seid. Muahaha. Ey. Ja, das klappt doch gleich viel besser. Wir sind ein wahrer Held. Also eben. Na gut, Hälfte der Lebenspunkte, aber wir haben fast gegen vier Schweineratten gleichzeitig gekämpft. Ja, so fast. So halb hintereinander, halb gleichzeitig. Schon mal 8 neue Haxen. Da war noch ein Kraut. Und Blutfliege. Und wir hatten gerade erst ein Level Up. Wie viel fehlt jetzt noch? Wir haben gleich das nächste. Schön, schön. Dann können wir auf jeden Fall noch zu den Jägern gehen und da dann Häute entfernen und Krallen ziehen lernen. Ja, momentan läuft es echt gut. Der Start war ziemlich hart. Aber jetzt, wo wir das erste Erz haben und schon bessere Ausrüstung, läuft es wie geschmiert. Eine Keule. Die Dinger scheinen Fleischfresser zu sein, wenn da drin eine Leiche liegt. Yummy. Also haben die einen aus dem Sumpflager getötet und gegessen und ich esse jetzt sie. Das ist irgendwie makaber. Egal. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Da prügeln sich schon wieder Scavenger und Bienen. Oh, kümmern wir uns so lange um die Einzelne hier. Oh, da ist noch eine Höhle. Nur ein paar Pilze. Naja, ist alles Erz wert. Und wir wollen unsere Rüstung haben. Die Ausbildung wird ja auch wieder was kosten. Die Jäger meinten, das kostet ja 50 Erz und 100 Erz jeweils, die Ausbildung. Damit wäre unser jetziger Erzvorrat schon wieder verbraucht. Was machst du da? Legst du jetzt die Eier in seinem Kopf ab, oder wie? Geh weg von mir. Garstiges Biest. Mit. Wir haben jede Menge Flügel. Irgendein Händler wird sehr überladen werden. Was auch immer die mit den Dingern anstellen. Fächer draus machen? Denke nicht, dass es im alten Lager gut ankommt. So. Oh, da ist so eine Echse. Also die Bienen schaffen wir jetzt hier einigermaßen. Aber die Dinger... Und da ist noch einer. Noch einer? Ja, nee.
Das lasse ich erstmal. So, alles mit. So, wir haben jetzt 20 Lernpunkte. Das Lernen von dem Häuten und Krallen entfernen hat nicht wirklich viel gekostet. Also nur ein, zwei Lernen. Ey, der ist genau im Weg. Mist. Na gut. Eigentlich mag ich das nicht, vor Kämpfen zu speichern. 0, 11. Aber hier geht es ja nicht wirklich anders. Denn das Ganze nochmal zu machen wäre... Hey. Oh, schick. Denn das Ganze nochmal zu machen wäre ein wenig ärgerlich. Aber jetzt ist er ja einfach aus dem Weg gegangen. Oh, na gut. Dann laufen wir mal einfach weiter hier am Fluss lang Richtung altes Lager. Auch wenn wir jetzt nicht mitbekommen haben, wie stark die Biester nun wirklich sind. Denn bisher haben wir nur gesehen, wie der Stachelkeulen-Typ sie verprügelt hat. Und das ist nicht wirklich eine gute Referenz. Aber das probieren wir aus, wenn wir unsere eigene Rüstung haben. Und vielleicht noch ein bisschen unsere Stärke erhöht. Oh, noch zwei von denen. Aber ja, was ich davor sagen wollte. Die Fähigkeiten von den Jägern zu lernen, waren nicht sehr kostspielig, also was die Lernpunkte angeht. Erz jedoch sehr. Also die einfachen Fähigkeiten waren 50 Erz und zwei andere waren jeweils 100. Ah, komm her. Also brauchen wir zusammen an die 300 Erz. Das ist schon ein Happen. Aber das wird sich wahrscheinlich schnell rentieren. So, da ist das alte Lager auch schon.